The Gift und dann hier das, die auch nochmal. Ja. Ja? Und da gibt es Tassen von euch drin. Habt ihr die auch? Trinkt ihr selber aus Brosis Kaffeetassen? Also bei mir zu Hause steht eine, aber die habe ich nicht bestellt, sondern meine Familie. Ach so, deine Familie haben sich zu Weihnachten Brosis-Tassen bestellt? Natürlich. Sehr gut. Da gibt es ja auch ganz verschiedene. Gibt es die auch mit euch einzeln? Ah, es gibt die auch mit euch einzeln drauf. Ja, klar. Sensationell. Sollen wir mal anrufen? Sollen wir eine Brosis-Tasse bestellen? Versuch mal. Welche bestellst du? Habt ihr schon mal gemacht? Nee. Über einen Bestellservice? Ich mach mal gerade. Kann ich hier telefonieren? Ich muss eine 0 vorwählen und dann die Nummer hier, ja? So, was ist das für eine Nummer? 0190. Ah, ne. Nein, ist es natürlich nicht. Hättest du auch laut sagen können, hätten alle am Fernseher auch mitgestellt. Ja, können. Müssen sich aber erst die Platte kaufen, ist besser. Genau. Ja, schönen guten Tag. Bin ich dort hier beim Brosis Merchandising? Naja, teilweise. Man kauft für andere Leute Merchandise, aber für Brosis auch. Was haben die denn noch außer Brosis? Nur Angels. Ja, dann nehme ich die. Sie wollen lieber nur Angels. Bitte was? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Irgendwie ist ja? Das Telefon nicht in Ordnung. Verstehen Sie mich jetzt? Ja, es ist irgendwie Widerhall. Widerhall? Wenn das Telefon abgehört wird. Echt? Ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Meinen Sie, wir werden abgehört? Ja, von der Polizei bestimmt. Ja. Nein, das war bestimmt nur ein Scherz, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. So, dann hätte ich gerne einmal die Brosis-Tasse. Stopp. Erstmal brauche ich Ihren Namen. Haben Sie schon mal bei uns bestellt? Ich? Selbstverständlich. Ja, wirklich? Ja. Dann brauche ich mal Ihren Nachnamen. Mein Nachnamen? Hm? Raab, R-A-A-B. Oh, was? Was? Das ist nicht dein Ernst, ey. Dennis? Was? Dennis, ich bin gerade gestern von Raab. Was? Ich bin gerade gestört hier. Hallo? Stefan Raab. Ja. Ist voll der Überwichser. Ja? Du hast neulich schon meine Schwester im Fernsehen verarscht. Bist du scharf auf die Familie Kuster oder was? Was sagst du gerade? Bitte was? Ich hab gesagt, dass du neulich schon meine Schwester im Fernsehen verarscht hast. Nee, wer ist du irgendwie scharf auf die Familie Kuttner? Willst du die völlig zerstören, sag mal? Wer ist denn deine Schwester? Sarah Kuttner ist meine Schwester. Nein, die von Viva? Ja, die von Viva! Das ist deine Schwester? Das ist meine Schwester. Wie, die habe ich verarscht? Ja, die hast du verarscht, wie alle anderen Leute. Was? Du wagst es wirklich hier anzurufen? Ich würde nie, ich wollte eine Brosis-Tasse bestellen, weil... Ja, tut mir leid, der Mindestbestellwert liegt aber bei 15 Euro. Was, wie viel? 15 Euro Mindestbestellwert. Was? Hier ist 8,90 Euro steht hier. Ja, 5 Euro, was? In der Bravo, ja, wahrscheinlich in der Bravo. Was siehst du aus, so eine Kacke? Oh, da geht's aber los. Die Schwester von Sarah Kuttner? Ja. Da müssen wir die Sarah Kuttner aber nochmal einladen, oder? Das glaube ich nicht. Du bist die Schwester von Sarah Kuttner? Ja, kennst du nicht meinen Papa? Mein Papa ist viel besser als meine Schwester. Nee, kenn ich nicht. Mein Papa ist Radiomoderator und viel cooler als du. Hallo! Ja, ich habe gerade Brosis hier. Nee, wirklich? Ja. Sag mal, dass ich für die Arbeit und dass ich die voll kacke finde. Okay. Sag dir mal, dass ich ihre blöden Poster rollen muss. Ja, okay. Ich glaube, wir beenden das Gespräch mal hier. Tschüss, vielen Dank, ich brauche die Tasse doch nicht. So. Ihr habt gesagt, dass ihr immer eure blöden Poster rollen muss. Das ist ja geil, oder? Wenn du da anrufst und sagst, ich hätte gerne einen Brosis-Poster, dann sagst du, die Kacke roll ich nicht mehr. Die war aber gut drauf. Ich glaube, die findet alles dufte, oder? Die Schwester von Sarah Kuttner, von Viva, die kürzlich hier war. Da müssen wir aber noch mal ein Wörtchen drüber sprechen, oder? So, jetzt lass uns mal was sprechen, hier die ganze Zeit herum zu telefonieren.